Hallo meine Lieben, willkommen zum kleinen Wochenendorakel und wie gehabt gibt es wieder zwei Stapel zur Auswahl. Diese setzen sich zusammen aus verschiedenen Orakeldecks, nämlich einmal aus dem Krafttier-Orakel, einmal aus dem Merlin-Orakel, dann aus dem Deck die Kraft der Göttinnen, dann aus dem Deck der Elben und aus dem Deck der Intuition. Und last but not least gibt es jeweils drei Karten aus dem Lenormand-Deck von Alexandra Zimmer. Und des Weiteren aus dem Deck von Sven Pohl von den Seherkarten. So, meine Lieben, na, hier hat sich doch was gedreht, ja. Wem das jetzt hier mit dem Mischen zu lange dauert, dem sage ich immer wieder, spult vor. Ihr seht, wann es in die Deutung geht und ich möchte einfach allen gerecht werden und weiß, dass die Mehrheit immer noch das Live-Mischen gerne sehen möchte. Und deshalb bitte ich da um Verständnis. Und es ist ja auch kein Problem zu sagen, ich spule vor. Ihr seht genau, wann ich die zwei Stapel zusammenschiebe und wann es mit dem ersten losgeht. Und dementsprechend könnt ihr euch dann erst einklinken. Ja, ansonsten natürlich ist auch dieses heute wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, diese Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber ich denke, auch das ist euch inzwischen klar, dass es bei allgemeinen Legungen nicht immer 100% auf jeden Einzelnen zutreffen kann. Aber ich denke doch immer, dass es sich so rauskristallisiert, dass immer etwas dabei ist, wo man sagt, ja doch, genau das betrifft mich. Aber wie schon gesagt, das entscheidet ihr persönlich, was da für euch wirklich passend und aussagekräftig genügend ist. So, ansonsten nutze ich die Zeit des Mischens noch natürlich, um euch ganz herzlich zu danken. Zu danken für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, zu danken für jeden netten Kommentar und natürlich ganz besonders zu danken fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt und ja, mich somit einfach in der YouTube-Community weiter wachsen lasst. Und das ist halt eure Belohnung für meinen kostenlosen Einsatz hier für euch. So, und wir nähern uns mehr und mehr dem Ende. Ui, das sind zu viele. So viele nicht. Bitte zwei Karten. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Also ich quäle mich immer noch ein bisschen mit meiner Erkältung rum, aber kein Corona, sondern wirklich nur, in Anführungsstrichen, eine ganz normale, herbstlich bedingte Erkältung. Ne? So, und jetzt kommen wir zu den jeweiligen Lenormand-Karten meiner lieben Kollegin Alexandra. Ja, das hat sich hier auch so ein bisschen eingebürgert bei dieser kleinen Wochenendlegung. Benutze ich gerne diese Karten von Alexandra und auch von Sven Pohl, weil ich da doch immer einen ganz guten Draht zu finde und das ist ja immer wichtig, wenn man etwas
vorhersagen möchte, dass man ja sich mit den Karten verbinden kann, ne? Und das passiert nicht bei jedem Deck. Also ich habe auch Decks, die ich wirklich ja im Höchstfall ein-, zweimal benutzt habe, aber wo ich dann erkannt habe, dass ich finde nicht den Zugang zu den Karten. Und das ist eigentlich für jeden Kartenleger doch das A und O, dass man einfach merkt, man kann sich mit diesen Karten gut identifizieren und gut verbinden. Und wenn dem nicht so ist, ja, dann ist es das falsche Deck. Aber da fühle ich mich, wie gesagt, hier mit dem Deck von Alexandra und auch von dem Deck von Sven Pohl, da fühle ich mich eigentlich sehr wohl mit. Und deshalb hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass ich die sehr gerne für die kleinen Wochenend-Orakellegungen benutze. Und hoffe natürlich, dass es euch genauso gefällt. Das geht immer voraus in der Geschichte der Legungen, dass es euch ja auch Freude bereiten soll, ne? So, ihr Lieben, jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Und wow, 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 nein, so viele nehme ich nicht auf einmal. Na, da stellen sich zwei quer. Die nehme ich dann auch. Da haben wir dann schon die drei und jetzt bitte noch drei für die rechte Seite. Und dann kann es endlich losgehen. Drei Karten bitte noch für die rechte Seite. Drei Karten noch. Liebes Universum, bitte noch drei Karten. Eine. Und bitte noch zwei. Drei Karten bitte noch für das kleine Wochenendorakel. Für die, jawohl, nee, das sind zu viele, das sind fünf. Ich brauche nur noch zwei Karten bitte. Zwei Karten hätte ich gerne. Eine und eine letzte bitte noch. Eine letzte Karte noch. Da ist sie. Dankeschön. So, ihr Lieben, jetzt wird das alles nochmal zusammengeschoben. Ein bisschen Ordnung reingebracht, sozusagen. Und dann seid ihr gefragt, nämlich zu entscheiden, wollt ihr die linke oder die rechte Seite? Wer noch unsicher ist, drückt auf Stopp. Schaut genau hin und entscheidet euch intuitiv für eine der beiden Seiten. Ich beginne wie immer mit der linken Seite und wir schauen, was das Krafttier uns sagt. Das Krafttier-Orakel schickt uns den Dachs mit der Überschrift Heilung. Lenke deine Aufmerksamkeit auf dich, deine Lebensgewohnheiten und Muster. Du kannst jederzeit beginnen, dein Leben umzugestalten. Ja, wenn es der eine oder andere so im Gefühl hat, dass er denkt, ja, irgendwas muss ich verändern. Ich bin hier in einem Trott, der mir nicht mehr zusagt. Ich sehne mich nach Neuem. Dann werde aktiv. Komm ins Machen, komm ins Tun. Beim Merlin-Orakel haben wir die weiße Dame, Träume und Eingebungen. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Feenzauber begleitet dich und unterstützt segnend deine Vorhaben. Öffne dich für die zarte, sanfte Frequenz deiner Seele und lausche der leisen Stimme deines Herzens. Ja, diese leise Stimme deines Herzens, die kann dir helfen, genau hier in diese Heilung zu kommen.
genau zu erkennen, dass du jetzt beginnen kannst, dein Leben umzugestalten, indem du auch auf Träume achtest. Viele Träume sind Wegweiser und die kann man mitunter wahrnehmen. Und das ist sehr, sehr passend. Von den Karten der Göttinnen haben wir Shakti mit dem Hinweis Transformation. Und genau darauf deuten diese beiden Karten schon hin. Das heißt, wir sehen auch in der heutigen Legung wieder, wie fantastisch mehrere Kartendecks auf einen Nenner kommen. Das heißt, diese Heilung, neue Wege einzuschlagen, vielleicht Träume und Eingebungen wahrzunehmen, um dann in die Transformation zu kommen. Das heißt, Änderungen vorzunehmen und gleichzeitig voller Enthusiasmus und Stolz an die Umsetzung deiner Pläne ranzugehen, nämlich mit der Karte, erlaube dir, stolz zu sein. Natürlich gehe stolz deinen Weg, triff stolz deine Entscheidungen, die dich dahin bringen sollen, nämlich in diese Heilung. Und hier haben wir bei der Intuition die Karte Kraft. Das heißt, es ist der Hinweis, du hast die Kraft. Du hast die Kraft, deine Träume und Wünsche umzusetzen, Träume und Eingebungen aufzunehmen, wahrzunehmen, in die Transformation zu gehen und voller Stolz dann auf das Ergebnis zu schauen. Die Kraft ist dir gegeben. Und bei den Karten von Alexandra Zimmer haben wir die Karte, den Baum, den Berg und den Brief. Das heißt, du kommst in die Gesundung, in die Stabilität. Du kannst dich neu verwurzeln. Blockaden und Hindernisse kannst du hinter dir lassen. Du bekommst Nachrichten, die dir weiterhelfen, die dir vielleicht diese Eingebung geben, welcher Weg hier wirklich für dich der richtige wäre. Und bei den Seherkarten haben wir die Karte guter Freund, Liebe und ein Wiedersehen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, wenn du einen neuen Weg gehen möchtest und deinen Träumen und Eingebungen folgst und damit in diese Transformation kommst, dass du dich wirklich auf treue Freunde verlassen kannst und vertrauen solltest, die dir helfen, zur Seite stehen. Aber du hast hier auch jemand an deiner Seite, den du lange, lange Zeit nicht gesehen hast. Es sieht hier so aus, als wenn du durch einen guten Freund eine verloren geglaubte Liebe wiederfinden kannst. Es führt zu einem Wiedersehen. Du erhältst vielleicht Nachrichten von einem guten Freund, der dir berichtet, wie es demjenigen, dem du hier scheinbar nachtrauerst, wie es demjenigen geht. Und all das im Zusammenhang mit den Nachrichten wird diese Blockaden und Hindernisse aus dem Weg räumen. Und du wirst in der Lage sein, noch einmal durch ein Wiedersehen die Chance zu bekommen, eine eventuelle verloren geglaubte Liebe noch einmal zu erwecken, wieder ins Leben zu rufen. Das sagen dir hier die Karten auf der linken Seite. So, jetzt kommen wir zur rechten Seite, wobei ich euch ganz kurz mal um Geduld bitten muss. Ich muss einfach mal schneuzen, mir läuft die Nase, tut mir leid. Ja, das läuft und man kann es nicht ändern. Sorry.
So, ihr Lieben, da haben wir bei den Krafttierkarten die Schlange. Weibliche Lebensenergie. Entwicklung, Entfaltung, Heilung und Lenkung der Energien stehen an. Du erfährst eine neue Stufe der Kraft in dir. Also ähnlich wie auf der linken Seite. Das heißt, du kommst in eine Zeit, wo du merkst, wie viel Kraft eigentlich in dir steckt. Und diese Kraft fordert dich auf, dich zu entfalten, in die Heilung zu kommen. Und bei dem Merlin-Orakel haben wir das Feenreich, die Zauberkraft. Wende dich an die Feen. Die stehen viele Wege zur Verfügung. Die Feen helfen in allen Belangen der Natur, wie Nahrung, Fülle, Freude, Liebe, Gesundheit. Der Kontakt mit ihnen erfüllt deine Seele und lässt sie in Glück erstrahlen. Also, auch diese beiden Karten sprechen wieder miteinander. Das heißt, wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du erkennst, es muss sich etwas ändern, Heilung und Lenkung der Energien stehen an, dann verbinde dich vielleicht mit dem Feenreich, symbolisch gemeint. Die Feen befinden sich in der Natur, egal was du glaubst, woran du glaubst, vertraue einfach darauf, dass du Hilfe erhältst wie durch Zauberkraft, durch Zauberhand. Und bei den Göttinnen haben wir auch passend dazu Kali, das ist die Göttin der Befreiung. Du befreist dich hier vielleicht aus Situationen, die schon lange stagniert, dir das Leben erschwert haben, wo du aber einfach bisher nicht in der Lage warst, deinen eigenen Wünschen zu folgen oder diese bewusst wahrzunehmen. Und bei den Elben haben wir die Karte, nähre deine innere Lichtsäule und finde dadurch Stabilität in allen Lebenslagen. Genau, vertraue dir selbst, vertraue deiner eigenen Kraft, die in dir steckt und die mit deiner Verbindung mit dem Feenreich, mit dem Glauben an diesen Zauber durchaus erweckt werden können und dann genau dahin führen, nämlich zum Ausgleich. Du kommst dann zu dem Ausgleich, der dich einfach zur Ruhe bringt, der dich ankommen lässt. Genau das ist hier das Ziel. Du musst in eine Befreiung gehen. Auf welchem Gebiet, das weißt du persönlich am besten. Ob es im Berufsbereich ist, im Partnerschaftsbereich, im familiären oder Freundesbereich. Das entscheidest du. Wichtig ist zu erkennen, es ist Zeit für die Befreiung und du hast jetzt wirklich die Chance, den richtigen Weg zu gehen. Denn wir haben auch hier bei den Lennemore-Karten den Hinweis, dass das Ganze sich langsam in Bewegung setzt, dass es zu diesen positiven Veränderungen kommen kann, und du damit rauskommst aus den Verwicklungen, aus den Verstrickungen. Du gehst mit der Schlange hier in die Gesundung. Du kommst zu dem besagten Ausgleich. Und genau das darauf weisen dich diese Karten hin. Und bei den Seherkarten haben wir, ja, wir haben die Trennung, wir haben die Entscheidung und wir haben die Karte Dieb. Um dahin zu kommen, wo man hin will, haben wir hier bei den Göttinnen den Hinweis bekommen, Befreiung. Befreiung heißt, sich auch von etwas zu verabschieden. Ein Abschied, der vielleicht nicht so leicht fällt, aber der notwendig ist. Du hast immer noch die Wahl, ob du diesen Weg gehen willst. Aber
Erkenne mit der Karte des Diebes, dass es vielleicht, ja, nur ein kleiner Verlust ist, dich von etwas zu entfernen, was nicht mehr stimmig ist für dich, was dich nicht weiterbringt. Diese Entscheidung, die ist gefragt. Ist es wirklich so, dass du damit noch resonierst, dass du noch so unbekümmert an alles rangehen kannst? Die vorgenannten Karten weisen darauf hin, dass dem nicht so ist. Und aus dem Grund haben wir hier die Entscheidung über eine Trennung, nämlich auch dargestellt durch die Befreiung, die ist eigentlich vorrangig, sodass man sagen kann, auch wenn ich einen kleinen Verlust erleide, indem ich mich befreie, es bringt mir die positiven Veränderungen. Ich komme damit zum Ausgleich. Ich finde wieder meinen Weg. Ich komme einfach in diese Zauberkraft, um zu erkennen und zu wissen, wie gut es sich anfühlt, genau diesen Weg jetzt eingeschlagen zu haben. Den Weg, der in die Befreiung geführt hat und der im Grunde genommen die Entwicklung und die Entfaltung freigesetzt hat, nämlich die neue Stufe zu erkennen, die Kraft in dir zu erkennen und damit dann auch bereit sein, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt auch etwas hinter mir, was ein Verlust bedeutet. Aber ich komme in den Ausgleich und ich komme durch die Zauberkraft an meine Ziele und kann damit einfach ja, meine Träume, meine Wünsche verwirklichen. Und ich denke, das ist für viele von uns doch etwas, was jeder eigentlich anstrebt. Und ich mache jetzt zum Abschluss auch heute mal wieder eine Karte aus den kleinen Karten der Katzenweisheiten und wir schauen, was die uns vielleicht hier noch mit auf den Weg geben wollen. Und da haben wir sie schon. Im Moment eher ungünstig. Gehe kein großes Risiko ein. Du könntest sonst nasse Pfoten bekommen. Ja, auch das ist passend. Viele werden jetzt sagen, naja, wieso? Ich denke, ich soll diesen Weg gehen. Ja, du sollst ihn auch gehen. Du sollst aber genau abwägen, wie wir hier gesehen haben, mit der Entscheidung. Genau wissen, ist das wirklich jetzt der richtige Weg? Im Moment eher ungünstig bedeutet aber auch, verschieb es. Überlege einfach nochmal. Gib es nicht ganz auf. Aber überlege, welcher Weg dich in diesen Ausgleich bringt. Welcher Weg dich zu einem Wiedersehen mit einer Person, die dir nahesteht, die dir wichtig war, aus deiner Vergangenheit. Das ist hier die entscheidende Frage. Und da kann man sagen, auch wenn es im ersten Moment ungünstig erscheint, verlasst euch darauf, dass es sich alles zum Guten wendet. Und an der Unterseite haben wir Tagträumen ist zur Entscheidungsfindung unbedingt nötig. Das ist sehr passend. Schließe die Augen und lass deine Gedanken wandern, aber nur zu den schönen Dingen des Lebens. Schnurren ist ausdrücklich erwünscht. Ja, genau das. Lass deine Gedanken fließen und dann wirst du wissen, wann der Moment günstig ist, deine Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche euch ein traumhaft schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wiedersehen. Alles Liebe für euch. Bis bald.